die Augen auf in der Früh. Sie liegt schon lange immer neben mir. Nur ein Lichtschimmer vor unserer Schlafzimmertür. Ich schleich ins Wohnzimmer und ich seh, sie sitzt dort auf dem Kanapee, total angespannt, das Telefon in der Hand. Unter den Augen dicke Ränder hängt sie vom Teleshopping-Sender und meint nur, der frühe Vogel fängt den Wurm bei Sonne, Regen, Schnee und Sturm. Frühshoppen mit dem Handy in der Hand. Frühshoppen, sitzt sie da im Schlafgewand. Noch vor dem Morgenrot ein Sonderangebot. Ich will Spaß und geh frühshoppen. Neueste Technik und auch Pillen. Frühshoppen und Küchenutensilien. Der frühe Vogel, der ist mir egal. Der frühe Vogel, ja, der kann nicht mal. Vom Lama hoch aus Peru, für Zellulite, gratis ne Creme dazu. Ein Fahrrad mit zwei Motoren, für ein Opa noch was zum Bohren. Schnell geliefert, erweist sich das Angebot. Meist zu teuer und auch noch total als Schrott. Noch schnell die Hotline gewählt, bezahlt und weiter bestellt. Wie die Dampfreinigungsmaschine und nen Science-Fiction-Beamer. Sich hat selbst sofort vernichtet, als ich sie auf den Shop gerichtet. Und ich bleib hartnäckig beim Frühshoppen. Von 8 bis um 10. Frühshoppen, das liegt in ihren Genen. Sie ist jederzeit für die Schnäppchenjagd bereit. Sie will doch nur Frühshoppen. Frühshoppen. Der frühe Vogel, der ist mir egal. Der frühe Vogel, ja, der kann nicht mal. Sie kuschelt sich zu mir Sonntagmorgen in der Früh und flüstert, Schatz, heute die Zeit. Und ich sag, na Liebling, das tut mir leid, aber heute geh ich zum Frühshoppen. Frühshoppen. Nach der Kirche auf ein helles oder zwei oder drei. Frühshoppen beim Postfit gegenüber. Frühshoppen mit meinen Stand